Hallihallo, meine Lieben, Mala hier nochmal. Schön, dass du wieder zugeschaltet hast auf meinem Kanal Malas Laber TV hier. Schön, dass du dabei bist und wenn du neu bist, schön, dass du zu mir gefunden hast. Kurz zur Info von Anfang an: Ich bin Labertasche Mala. Ich führe dich durch deinen Dualseelenprozess. Ich mache hier Readings, wo du auch was mitnehmen kannst. Deshalb möchte ich hier von Anfang an darauf hinweisen, wenn du hier bei mir zuguckst, dann ist das ein allgemeines Reading hier auf YouTube. Damit hier verbinde ich mich mit keinem von euch persönlich. Ja? Deshalb kann das Reading mit dir in Resonanz gehen, muss aber nicht, weil ich kann nicht die ganze Welt erreichen. Das ist nun mal so, ne? Ich erreiche eine Gruppe im Kollektiv, die Energie, die zu mir durchdringt, und das gebe ich hier so quasi wieder, ne? Jetzt ist es so, wenn das nicht mit dir in Resonanz geht, hast du zwei Möglichkeiten und nee, drei Möglichkeiten. Du kannst weiterhin zusehen, das eine oder andere mitnehmen, oder du kannst ausschalten, auch wenn ich dir aus irgendeinem Grund nicht passe, wir nicht in Resonanz gehen zusammen. Ich kann ja nicht mit der ganzen Welt in Resonanz gehen, ne? Das ist einfach so. Dann bitte einfach ausschalten, oder du hast die Möglichkeit, bei mir ein persönliches Reading zu buchen. Ja, dann melde dich gerne unter malaslicht@bluewind.ch. Wenn du auf deiner Dualseele nicht weiterkommst, wenn du feststeckst, ganz doll an dir arbeitest und nicht weiterkommst, sich nichts tut, sich nichts verändert, du auch immer wieder negative Gefühle hast oder so ein Ding mit dem Loslassen, ne, das ist ja auch noch immer hier so im Raum, die Energie zurzeit, ja, dann darfst du dich auch für ein Coaching bei mir melden, das auch unter malerslicht@bluewind.ch. Und ich bitte euch, meldet euch ausschließlich unter der E-Mail-Adresse, denn ich habe zu viele WhatsApp-Nachrichten, ich habe zu viele Telegram-Nachrichten, ich komme da einfach nicht dazu, da müsste ich wirklich nonstop hier auf Social Media sein. Und die ein oder anderen haben es gemerkt, dass ich im letzten Monat hier jetzt nicht so doll auf meinen Kanälen tätig war, also auch nicht in der Gruppe auf Telegram, da kannst du übrigens gerne beitreten, auch nicht in der Gruppe auf Facebook, sondern ich habe mich dazu ein bisschen zurückgezogen und das hat aber nichts mit euch allen zu tun, sondern das hat einfach für mich im Moment stimmt es einfach nicht. Es ist nicht die Zeit für mich. Wie soll ich das sagen, damit das nicht falsch rüberkommt? Einfach so, wie es gerade ist. Für mich ist es zurzeit gerade nicht die Energie, ja, sich auf jegliche Art von Social Media zu präsentieren, zu zeigen, zu melden, mich damit zu verbinden. Ja, das heißt, für mich sagt mir mein Körper, mein Energiefeld, mach da mal ein bisschen eine Pause. Ja, und das nicht immer präsent sein, das nicht immer. Ja, ich bin präsent, aber im Präsens, ja, so. Ich bin präsent im Jetzt und nicht auf irgendeiner Plattform, ja, es sei denn hier eben die YouTube-Videos. Das hat auch mit meinem Reinigungsprozess zu tun und da wären wir auch schon gleich beim Thema. Heute war so energietechnisch ein komischer Tag. Morgens früh voller Tatendrang, voller alles, ja, machen wir, ja, und heute gehen wir in die Sonne, genießen das. Und irgendwann mal so nach dem Mittag ist das eingeknickt. Eingeknickt in so eine Energie, ich kann mich nicht entscheiden. Und dann, weißt du, dann bleibst du so in dem, ich kann mich nicht entscheiden, hängen und weiß nicht was, und soll ich das tun, das tun? Und oh, ich weiß nicht, bei nichts war ich schlüssig. Und dann die Zeit tick-tack, 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 ne? Dann vergeht die Zeit, dann ohne dass du was gemacht hast. Und für mich, ich habe da gemerkt, wie in mir drin eine Nervosität aufkam, so eine Unzufriedenheit, ja? So eine Unzufriedenheit. Was tue ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und irgendwann mal war ich dann da und habe das mal so auf mich wirken lassen, bin da so in mich reingegangen und habe gedacht, oder habe den Impuls bekommen,
bekommen. Wisst ihr, ich habe mich dann auch mit dem Kollektiv verbunden, weil irgendwie so, das war für mich urkomisch. In dem Moment, es hatte nicht richtig was mit mir zu tun, sondern einfach so wie angeschmissen, ne? Und habe ich mich so mit dem Kollektiv verbunden, habe mich geerdet, habe mich gehimmelt, ne? Das Erden nach oben. Ja, und dann kam einfach so, warum musst du immer was tun? Ja, relaxe mal. Man muss nicht immer, weiß Gott, was für Pläne haben und dann das Gefühl haben, ja, der Tag vergeht so. Dann lass uns mal ein bisschen rumgammeln. Aber trotzdem, weil ich so, die Sonne hat mich, wisst ihr, das ist auch so, ich habe dann auch gemerkt, dass der Übergang Sommer-Herbst, ja, so, der Herbst ist ja da, aber irgendwie mit der Sonne noch so ein bisschen die Energie, so, ja, mach mal, komm mal, hier, los, her. Lass mal aktiv sein. Und der Herbst, nee, lass mal alles vergehen. Ne? Lass mal alles so. Ja, das war so die Grundenergie. Und jetzt so gegen Abend, circa vor einer Stunde, merkte ich, da kommt Wut in mir hoch. Gut, da habe ich mich reingefühlt. Warum bin ich jetzt wütend? Warum werde ich wütend? Was ist der Grund? Klar, Unzufriedenheit irgendwo, aber unzufrieden auf was? Einfach so mit der Situation, mit der Lage gerade, dass das so kein Zustand ist irgendwie. Dann habe ich mich weiter darauf eingelassen und habe eigentlich gemerkt, die Wut hat nicht viel mit mir zu tun. Ich bin ein bisschen aufgemüpft heute, ich bin ein bisschen unschlüssig heute, ich bin so ein bisschen energietechnisch irgendwo am Schweben da. Aber lass mal schweben, lass mal sein, lass mal dich vom Wind treiben, lass mal alles gut sein, ja, ist alles in Ordnung. Ja? Und jetzt auch die Wut, ja, die lassen wir jetzt einfach mal da sein. Wir nehmen die einfach mal an, ich nehme die einfach mal an. Ich so innerlich so, ja, so. Aber keine Ahnung warum. Ist ein bisschen komisch, weil normalerweise, wenn man wütend ist, dann hat man eine Situation, man hat ein Bild und auf das ist man. Aber wenn du nichts hast, kein Bild und nichts, wo du dein irgendwie drauf geben kannst, dann kannst du nichts anderes mehr machen, wie die Wut mal einfach da sein zu lassen, einfach mal die Wut sein zu lassen. Ja, das Glücklichsein lassen wir ja auch sein. Deshalb, wir dürfen die Wut auch mal hier lassen, da lassen, die darf sein. Ja, ich fange schon mal ein bisschen an zu mischen hier, wenn ich hier noch ein bisschen mit euch quatsche, weil wir machen ja heute das Seelengespräch, ihr Lieben. Und auch das Thema Wut begleitet das Kollektiv, das merke ich schon. Ja, ich persönlich weiß jetzt, woher die Wut kommt. Irgendwo durch, weil es ist ganz stark nicht meine Wut. Es ist die Wut verbundener Personen mit mir. Also nicht die wütend sind auf mich, sondern einfach die Wut. Wir sind ja mit allen Menschen, die wir, wo wir im Leben mit ihnen in Kontakt sind oder auch nicht mehr, sind wir ja durch unser Seelenband verbunden, ne? Und ja, irgendwo kommt dann eine Wut her. Ich kann sie noch nicht greifen, ich kann sie niemandem zuordnen. Ich habe eine kleine Ahnung, aber da möchte ich mich jetzt noch nicht festlegen, weil eines ist sicher. Nach diesem Reading hier gehe ich eine Runde draußen im Dunkeln spazieren. Lasse die Nachtenergie auf mich wirken. Ja, genau, gehe in mich rein, ja. Mach mich wieder stabil. Obwohl es ist ja auch mal in Ordnung, nicht stabil zu sein, ja. Und ja, hallo. Und vielleicht ist auch die Wut im Kollektiv, das Neue nicht greifen zu können, in der Luft zu schweben, nicht richtig zu wissen, wo wir sind. Ja, meine Stabilität, ne? Genau das. Und da gehe ich jetzt mal eine Runde spazieren danach. Werde mal in mich gehen, so einen Meditationsspaziergang machen. Ja, mein Durcheinander lösen, ne? Mein
mein inneres Aufgewühltsein, dann halt mich so richtig drauf einzulassen, ja, mich dem auch zu öffnen. Ja. Und danach werde ich ganz einfach in die Wanne gehen. Ich werde in die Wanne gehen und da nochmal weiter in mich reinspüren, weil das ist Me-Time. In die Wanne gehen, das ist Me-Time. Zeit für mich. Und da gehe ich immer auf mich ein. Ja, die sagen mir gerade, das ist die Transformation. Ne? Das ist Transformation vom Leidensweg, von dem, was gehen soll, was noch an Altresten da ist. Ja, vielen Dank für die Botschaft, ihr Lieben. Ja. Und werde mich da auch so ein bisschen reinigen. Ja. Vorankommen. Wind in den Segeln. Ja, wortwörtlich. Danke für den Input, ihr Lieben. Ihr seid lustig da oben, ne? Also, liebe geistige Welt, liebe Helfer aus dem Licht. Ja. Eben, hol dir Wissen. Geh den Dingen auf den Grund, ne? Liebe Helfer aus dem Licht, liebe geistige Welt, liebe Erzengel Michael, ich rufe euch, kommt bitte zu mir. Ich bitte auch euch um Reinigung von diesen Kartendecks, die ich heute verwende. Und ich bitte euch um Reinigung von meinem Kanal, dass ich klare Botschaften empfangen kann, zum Wohle aller und zum Wohle des Kollektiven, zur Schwingungserhöhung. Und ich bitte euch auch, mir einen geschützten Raum zu geben für das Reading. Ja, noch einen Schluck Kaffee. Und somit verbinde ich mich jetzt mit den Seelen im göttlich-männlichen Kollektiv. Ich bin bereit für die Botschaften. Ich verbinde mich mit all den göttlich-männlichen Seelen im Kollektiv. So, dann machen wir vorab noch eine Reinigung. Atmet einmal tief ein und aus. Verbindet euch mit der Seele, eurer Dualseele, euer Seelchen. So. Liebe göttlich-männliche Dualseelen im Kollektiv, was sind eure Botschaften oder was ist eure Botschaft heute fürs göttlich-weibliche? Das Kreuz, der Turm. Stern. Er selbst. Du. Eine Karte bitte. Dann sind es halt zwei.
So. So. Meine alten Muster und alles, was mich hier leiden lässt. Seien es meine Ahnenthemen, Familienthemen, die ich habe. Da ziehe ich mich so ein bisschen davon zurück. Bleibe für mich, meditiere das. Schaue in mich, um mich herum. Schaue das Ganze auch mal von einer anderen Perspektive an. Deshalb erhalte ich Klarheit. Immer wie mehr werden mir Dinge klar. Seien es meine alten Muster. Seien es meine Ängste, seien es das, was mich niedrig hält hier. Ich weiß, ich bin göttlich geführt, weil ich einfach jetzt nur meinen eigenen Impulsen folge. Deshalb erlange ich Klarheit. Klarheit auch in Bezug auf dich. Es verwirrt mich. Ich bin da ein bisschen im Gedankenkarussell, weil ich noch nicht so ganz verstehe, dass es wirklich solch Übernatürliches gibt, dass ich wirklich so göttlich geführt sein kann. Ich versuche aus diesem Sumpf, aus diesem Labyrinth rauszukommen. Das Labyrinth, welches ich immer wieder habe, das alte Muster, welches mich immer und immer wieder so reagieren lässt, wie ich reagiere. Und ich versuche in Harmonie zu kommen. Ich bin meine Harmonie am Finden. Und um meine Harmonie finden zu können, muss ich mich hier in mir zurückziehen. Das Ganze mit dir verwirrt mich, ne? Ich weiß hier nicht so recht, was ich tun soll. Aber du bist ganz klein meinen Gedanken. Ich denke an dich. Die Antwort, das göttliche Weibliche in Bezug auf das göttliche Männliche. Das Herz, du. Die Sense. Der Turm. Die Lupe. Und die Eulen. Ich muss meinem Herzen folgen. Und ja, die Liebe ist da zu dir. Und deshalb auch mein plötzlicher Rückzug. Dass ich mich nun zurückziehe, hat damit zu tun, dass ich wieder mal genauer hingucke und mir zwar im Moment gerade angucke, was in mir immer wieder diese Unruhe, dieses Unwohlsein, diese stressige Situation, ne, mit der ich nicht zurechtkomme, dass ich da weiterkomme, das schaue ich mir jetzt hier genauer an. Ich nehme die Dinge unter die Lupe, ich nehme meine Dinge unter die Lupe und dabei folge ich meinem Herzen. Ich muss meinem Herzen folgen. Es hat auch mit meinen Verletzungen zu tun. Ja, mein Herz ist verletzt und ich ziehe mich zurück, für dass ich das lösen kann, dass ich diese Verletzungen verarbeiten und heilen und bearbeiten kann. Und dabei folge ich meinem Herzen. Dieser Rückzug fühlt sich für mich in meinem Herzen genau richtig an. Dir im Moment keine Energie zu schenken, sondern die Energie mir selbst zu geben. Die Blumen.
Der Schlüssel. Der Brunnen. Den nehmen wir. Der Bär. Die Würfel. Oh, wieder zwei. Gesprächiges Kerlchen heute. Die Lupe. Und die Ruten. Du bist ein Geschenk für mich. Und du gibst mir auch Sicherheit. Ich möchte dich gerne sehen. Aber ich verschließe mich diesem noch. Ich gehe den Dingen auf den Grund. Ich schaue mir das genau an. Auch ich nehme Dinge unter die Lupe, damit auch ich in die Stärke komme. Du machst das hier schon richtig, wie du das tust. Ich spüre diese Seelenverbindung. Genau das ist ein Geschenk für mich. Deshalb ziehe ich mich ja zurück, weil mir vieles klar wurde. Meine Würfel sind gefallen, da noch tiefer, noch besser hinzuschauen, damit ich meine inneren Zwiegespräche, die ich habe, dieses Labyrinth, ja, was mir die Harmonie nimmt, dass ich das transformieren kann, dass ich in meine Stärke kommen kann. Es kommt vieles an die Oberfläche. Es kommt einiges an die Oberfläche her und bin mir immer wie mehr sicher, auf dem richtigen Weg zu sein hier. Es ist zwar noch risikohaft für mich, aufgrund von meinem Leidensweg, meinem Karma, oder nee, wollen wir es nicht Karma nennen, wir nennen es meinen Leidensweg, das, was mich niedrig hält. Ja. Aber die Würfel sind gefallen, diesen Knoten zu lösen und hier mal herauszufegen, meine ganzen Verhaltensmuster mir anzugucken. Der Park. Der Berg. Die Zeit oder die Uhr. Der Baum, die Vögel und die Mäuse. Ich öffne mich zurzeit meinen Blockaden, denn es ist an der Zeit, weil diese Blockaden, die machen mir immer, die stressen mich. Ne? Die bringen mir immer wieder diese Unruhe, diesen Stress, diese Hektik, ja. Da heile ich, gerade diese Blockaden, weil es endlich an der Zeit ist, ja. Deshalb auch der Rückzug, wie schon gesagt. Ich möchte mich öffnen, ich öffne mich meinem Herzen und schaue nach, was mich dabei blockiert. Es ist an der Zeit, diese Wunden zu heilen, deshalb muss ich mich zurückziehen. Ich schaue hin, was genau in mir diese Unruhe auslöst und somit dann auch wieder diese Ängste. Was ist jetzt an der Zeit? Und das ist mir das Wichtigste zurzeit gerade. Der Berg. Der Hund.
die Schlange. Der Klee. Die Mäuse. Und die Wege. Ja, auch ich bin blockiert. Ich bin blockiert, dass ich die Geschenke meines Lebens annehme. Ich bin da blockiert. Ich nehme, weil ich immer wieder meinen alten Mustern folge, nehme ich immer wieder Umwege. Aber es ist jetzt Zeit, dass ich mich da selbst ein bisschen öffne, ja, und in den Rückzug gehe für mich, damit ich mich mir selbst öffnen kann, weil ich denke an dich, ich bin gedanklich bei dir, du bist bei mir, immer in meinem Herzen, aber es wird Zeit, dass ich diese Umwege, ja, diesen Umwegen auf den Grund gehe und mir da einiges klar wird, weil ich möchte ja das Glück haben. Und das Glück ist, indem ich meine Stärke, in meine Stärke komme, meiner Stärke, meinem Seelenweg vor allem folge, weil das ist meine Stärke. Ich möchte nicht immer wieder Ängste haben müssen, ja, dass alles mit dir zu risikohaft ist. Ich darf mich da auch mal entscheiden und ich weiß, ich muss auch für mich hier Entscheidungen treffen in Bezug auf meine Blockaden. Auch ich muss hier mit der Lupe mal genauer hinsehen, das Ganze mal unter das Vergrößerungsglas nehmen, damit ich aus diesem Labyrinth der Gedanken hier rauskomme und damit ich diese Harmonie wiederfinde. Die Störche. Die Schlange. Er selbst. Der Mond, nichts geprägt. Das Labyrinth. Und der Sarg. Ja, auch ich möchte die Veränderung, ne? Auch ich möchte, dass in unserer Beziehung sich was verändert, nicht, dass wir beide immer wieder Umwege nehmen. Meine Lieben, kurze Sache, wenn das auch die Noch-Partnerin ist hier, geht es einfach auch darum, dass sie blockiert, ne? Dass er wegen ihr blockiert ist. Aber schlussendlich ist es egal. Auch wenn es hier Verwicklungen, Umwege sind, dann ist sie halt eben der Umweg, die Verwicklung, Verstrickung. Ne? Auch ich wünsche mir die Veränderung, dass du aus diesen Verwicklungen, Verstrickungen endlich rausfindest und deinen Sehnsüchten folgst. Und zwar da, wo es dich hinzieht, diese Anziehungskraft, die du fühlst, dass auch du hier aus dem Labyrinth kommen kannst und das transformieren kannst, ja, dass du auch hier gewisse Abschnitte veränderst in deinem Leben. Und auch ich verändere ja aktiv die Dinge in meinem Leben. Auch ich wünsche mir die Veränderung für mich, dass ich mich aus meinen Verwicklungen raus, und zwar die Verwicklung mit dir, da muss ich ganz ehrlich zu dir sein, dass ich mir die angucke und hier auch gucke, wo zieht es mich hin? Wo führt es mich hin? Wo ist die Führung? Ne? Auch, dass ich hier mein Labyrinth, wo ich
dann wirklich wieder diese Unruhe, Hektik habe, transformieren kann. Klar ist es auch mein Wunsch dir gegenüber. Das Schiff. Der Ring. Die Eulen. Der Reiter. Hoppala. Der Park. Die Brücken. Und der Sarg. Noch nicht mehr. Hinterseite das Kind. Ja. Auch ich möchte, dass sich was bewegt, dass ich in Bewegung komme. Ich möchte diese Verbindung mit dir, aber ich wünsche mir, dass sich am alten Kreislauf etwas ändert. Es macht mich unruhig, innerlich unruhig, weil ich merke, ich gehe vorwärts, ich öffne mich langsam und ich will ja diese Verbindung, ich will, dass diese Verbindung transformiert. Ich möchte alte Brücken beenden und neue Brücken herstellen, ja, neue Verbindungen herstellen. Ich möchte das mit dir. Aber ich muss zuerst durch diese Transformation und auch für dich ist es noch Zeit, durch diese Transformation zu gehen. Ich möchte, dass das Ganze wächst mit uns. Ich möchte das und ich möchte mich endlich dem auch öffnen können hier. Das Ganze als ein Geschenk angucken können. Ich möchte nicht mehr ständig diese Umwege nehmen müssen, immer wieder mich aus Angst in den Turm flüchten hier. Und ich möchte, dass hier Bewegung in unsere Verbindung reinkommt, dass wir das auch leben können, dass es uns beiden möglich ist. Und das macht mich unruhig, es macht mich hektisch, weil ich nicht weiß, wenn ich mich öffne, was sich hier am anderen Ende der Brücke befindet, ob ich dann wieder leiden muss. Wie hier meine größte Angst ist oder nicht, das macht mir Angst, das sind meine Ängste. Ich habe Angst, mich zu öffnen, dir gegenüber, das ist ein zu großes Risiko für mich zurzeit noch, weil ich Angst habe, dass dann wieder alles flöten geht. Aber kannst sicher sein, ich möchte diese Verbindung und meine Entscheidung ist klar für diese Verbindung. Deshalb schaue ich ja auch hier genauer hin. Und ich stehe dieser Verbindung, auch wenn sie zurzeit freundschaftlich sein mag oder nicht so, wie du sie gerne haben möchtest. Ich stehe dir treu zur Seite. Ich bin dir gegenüber loyal. Ich weiß, was ich an dir habe. Du gibst mir Sicherheit. Und deshalb möchte ich in Bewegung kommen. Das Buch, dein Seelchen, das Kreuz, die Brücke oder die Brücken. Die Blumen, und die Wolken, Hinterseite der Anker, ja,
Zurzeit bin ich so ein bisschen am Schweben, ob ich das Kapitel mit dir hier beenden soll oder ob ich es weiterlaufen lassen soll. Fakt ist, ich muss die Energie von dir wegnehmen und sie mir selbst schenken. Ich muss meiner Herzenskraft folgen. Hier lerne ich immer mehr über mich selbst, indem ich mich mir selber, meinem Herzen öffne. Das mit uns ist göttlich geführt, das weiß ich. Und wir müssen beide noch unsere Verwicklung, Verstrickung transformieren, weil diese uns blockieren. Beide. Ich weiß, dich schickt der Himmel. Ich weiß, das ist göttlich geführt mit uns, diese Verbindung. Und ich kann die Verbindung nicht einfach abbrechen, weil ich sehe sie als zu großes Geschenk für mich, weil ich mich so entwickle, weil ich hier gesund werde, dank dir. Dann, weil du mir alle diese Dinge zeigst, indem du mich auch mal leiden lässt. Wo Leiden hat mit meinen Wunden zu tun hier. Ja, weil es an der Zeit ist, diese Wunden hier zu heilen. Zurzeit ist alles so ein bisschen vernebelt. Ich kann nicht sagen, wie es weitergeht. Ich kann es noch nicht greifen. Ich kann nicht greifen, was da ist. Aber Fakt ist, ich muss hier loslassen. Ich muss dich loslassen. Dieses Konzept, das ich aufgebaut habe, ich muss dich ziehen lassen. Ich halte an dir fest. Das ist klar. Du bist in meinem Herzen. Ich liebe dich. Aber ich muss zurzeit für mich gucken, damit diese Unklarheiten hier, die ich habe in Bezug auf dich, mit mir selbst, damit die weggehen, damit ich die transformieren kann. Ja, meine Lieben, das war doch wieder ein Gespräch, sehr aussagekräftig ist. Ihr seid so beide so ziemlich im Gleichen drin. Ihr guckt jetzt in der Zeit, im Moment ist es hier, so wie ich das sehe, einfach gerade an der Zeit, dass jeder bei sich selbst guckt. Nicht du die ganze Zeit hier guckst oder umgekehrt. Ne? So, ihr seht ja das Kreuz, was das gibt. Es ist eher Zeit, die Energie zu klären. Dass jeder in seiner Energie ist und du nicht gedanklich die ganze Zeit hier bei ihm rumhockst oder umgekehrt. Und ja, ich finde, es war sehr aussagekräftig wieder mal. Und eben, wenn ihr gerne in die Telegram-Gruppe kommen möchtet, meinen Telegram-Kanal abonnieren möchtet, ich werde da bald wieder aktiver sein, wenn es für mich wieder stimmt. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht allzu übel, ne? Und ansonsten, ja, ist es halt so, ganz ehrlich, es ist für mich halt einfach gerade nicht die Zeit dafür, sondern es ist die Zeit, meine Energie bei mir zu halten, mich zu auf mich zu konzentrieren auch, weil ihr dürft nicht vergessen, ich bin auch auf meinem Weg, ich bin auch in meinem Prozess und habe da gerade wieder einen größeren Holperstein genommen, lösen können. Und da mit der neuen Energie muss man auch mal zuerst zurechtkommen. Ne? Das ist natürlich so. Ja, ihr Lieben, ich schicke euch wie immer eine riesengroße, doppelte, dreifache XXL-Portion Liebe rüber für den Sonntagabend. Genießt es auch, wenn es euch vielleicht jetzt heute ein bisschen gleich geht wie mir. So. Ich werde jetzt hier noch meinen Wutspaziergang machen, um der auf den Grund zu gehen und das transformieren zu können, mal auch annehmen zu können. Ne? Und dann wünsche ich euch einen wunderbaren Sonntagabend. Tschüss, ihr Lieben, bis morgen. Eure Maler.